Drei Tage IFA habe ich jetzt hinter mir und drei Tage lang fast nur Highlights. Alles, was ich hier gesehen habe, hat mich ziemlich gut angesprochen und ich möchte auch direkt mit meinem Highlight im Smartphone-Bereich anfangen. Unter anderem neben dem Xperia Z5, was eine ziemlich gute Kamera und sehr, sehr schnellen Autofokus hat, hat auch das Huawei Mate S einen sehr, sehr guten ersten Eindruck gemacht. Man hat Huawei jetzt vom P8 auch schon einen sehr guten Überblick bekommen, was sie jetzt so vorhaben und was in welchen Weg sie gehen. Aber mit dem Mate S haben sie mal gezeigt, dass sie ein richtig hochwertiges Produkt mit Features auf den Markt bringen können, bei dem andere Hersteller wahrscheinlich 200-300 € teurer wären. Und die kommen dann mit einem 650-699 € Smartphone und bieten einfach alles an, was es so auch sonst schon auf dem Markt gibt, aber halt in einem Gerät und das auch ziemlich günstig. Ich bin bisher ziemlich beeindruckt von Huawei und dem Mate S, aber wie es dann im Test aussieht, das erfahrt ihr natürlich dann später bei TurnOn. Wir haben schon angefragt und ich versuche jetzt alle zwei Stunden immer wieder nach dem Testgerät zu fragen. Das Xperia Z5 hat, wie gesagt, einen ersten guten Eindruck gemacht. Die Kamera ist unfassbar schnell. Aber sonst macht das Gerät keinen neuen Eindruck. Ihr habt einfach das typische Xperia Z3 in der Hand. Das kann gut sein, weil man das Design kennt. Das kann aber auch schlecht sein, wenn man was Neues erwartet hat. Der Fingerabdrucksensor hat in allen 10 Testversuchen funktioniert. Von daher sehe ich da jetzt erstmal keine großen Probleme, wie die Akkulaufzeit da am Ende aussieht. Das erwartet natürlich ebenfalls dann bei uns später im Test. Ich habe außerdem das Samsung Gear S2, jetzt kommen wir nämlich zu den Wearables, Samsung Gear S2 mal ausprobiert, ein bisschen angetestet und ich muss sagen, wow. Es gibt das Ding jetzt mit in rund und mit so einer schönen Lünette, das heißt das gute Ding. Ihr kennt es vielleicht von einem normalen, von einer Sportuhr, dass ihr das Ding hier oben, diese Lünette, hin und her drehen könnt. Und hier hat die Lünette die Funktion, dass ihr damit das ganze Gerät bedienen könnt. Ihr kennt das vielleicht von dieser Krone, vom Apple Watch. Das habt ihr jetzt hier oben. Und wenn ihr hier oben an der Seite ein bisschen hin und her dreht, dann könnt ihr, ohne auf das Touchfeld herumzuwischen und ohne den Inhalt zu überdecken, die Uhr bedienen. Und das macht einen ziemlich guten Eindruck. Außerdem ist sie sehr, sehr hochwertig. Und die Software war bis auf kleinere Mikroruckler und das noch auf der Messezeit schon ziemlich gut gewesen. Also ich glaube, Samsung geht da mit Tizen einen ziemlich guten Weg. Samsung Gear S2 solltet ihr euch, wenn ihr auf der IFA seid, auf jeden Fall mal anschauen. Ansonsten habe ich noch eine Empfehlung. LG hat hier einen schönen Stand, auf dem es vor allem um Fernseher geht. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen langweilig, wenn ihr euch aber mal dieses Immersive 4K 3D angeschaut habt. Das ist eine riesige Wand, auf der ihr euch einfach hinstellen könnt, nehmt eine 3D-Brille und könnt euch mal 3D 4K-Aufnahmen ansehen. Und das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis als das, was man normalerweise so aus dem, vom Fernsehen oder aus dem Kino kennt. Außerdem ist der Inhalt natürlich genau darauf angepasst, dass man 3D-Inhalte in 4K wahrnimmt. Sah unfassbar gut aus. Unbedingt mal anschauen. Dann könnt ihr bei Panasonic mal vorbeigucken, wo wir gerade bei Fernseher sind. Die haben nämlich in ihrer neuen 900er-Serie einen 4K OLED-Fernseher vorgestellt. Der ist jetzt nicht gerade für den normalen Verbraucher gedacht, weil das Ding so um die 10.000 € kostet. Wenn ihr aber ein Heimkino habt, solltet ihr euch das Ding mal unbedingt anschauen, denn neben 4K und HDR-Aufnahmen ist das halt ein OLED-Display. Das heißt, es ist ein bisschen gebogen und selbst wenn ihr von der Seite auf das Display guckt, sieht das unfassbar gut aus. Die Spiegelung ist natürlich immer noch da, es ist halt ein Curved-Display, aber der erste Eindruck, wenn man davor steht und sich diesen ganzen Content mal anguckt, meine Güte, Hut ab. Dann habe ich noch das große Thema. Auf der IFA 2015 ist ja eigentlich IoT, das Internet der Dinge, Internet of Things. Und für mich, als jemand, der die ganze Zeit mit Smartphones rumrennt und auch eine Smartwatch um sich herum hat, ist das Internet der Dinge immer ein bisschen schwer zu begreifen. Wenn ihr aber ein Hörgerät, ein smartes Hörgerät vor euch habt, das nur so groß ist und das dass man mit einer App, mit dem Smartphone, egal was für ein Betriebssystem, pairen kann und die Telefonate direkt darüber hört, Musik direkt darüber hört, dann wird dieses Internet der Dinge plötzlich greifbar. Und es ist unfassbar, wie viel Technik schon in so ein kleines Ding hineinpasst. Und man kennt das ja, Hörgeräte sind normalerweise diese riesengroßen Teile, die man hinterm Ohr hat. Nein, die sind so groß und wenn man sie hinterm Ohr hat, sieht man sie schon gar nicht mehr. Das Internet der Dinge, das Zeitalter des Internets ist gekommen und das Zeitalter der vernetzten Geräte ist gekommen. Es ist richtig spannend, was es hier auf der IFA zu sehen gibt. Das war nur ein kleiner Ausblick von dem, was es hier noch so gibt. Ich werde ja noch die nächsten Tage hier rumrennen. Wenn ich irgendwas finde, werde ich den Rest dann alles Alex erzählen. Ansonsten könnt ihr euch hier noch unsere letzten Videos auf der IFA anschauen. Hier sind unsere Social Media Kanäle, da posten wir jederzeit irgendeinen Quatsch, den wir hier gerade finden. Machen natürlich auch über Periscope unsere Livestreams hier von der IFA. Ich renne hier immer mal rum und ihr könnt Fragen stellen. Ich beantworte sie dann gerne live. Hier gibt es noch alle Artikel und alle Videos natürlich, die wir auf der IFA gemacht haben, auf terminuson.de. Ich bin der Jens und wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Weiterschauen. Wenn ihr noch Fragen habt,
schreibt sie einfach unten in die Kommentare.